Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit. Rund 80% aller Deutschen hat mindestens einmal pro Jahr mit dem Rücken zu tun. Ursachen gibt es viele. Deshalb setzt die moderne Medizin zunehmend auf multimodale Therapien. Nehmen wir mal an, Sie haben schon längere Zeit Beschwerden. Vielleicht hat man Ihnen eine Operation ans Herz gelegt und Sie wollen nun wissen, ob die wirklich notwendig ist. Auch da hilft eine multimodale Therapie. Bei mir ist Dr. Roland Glöckner. Er ist Leiter der Abteilung für operative und konservative Wirbelsäulentherapie an der Asklepios Klinik Birkenwerder. Schön, dass Sie kommen konnten, Herr Dr. Glöckner. Hallo, schönen guten Tag. Sagen Sie uns doch mal diese multimodale Therapie, dieses Wort, was heißt multimodal? Multimodal heißt, dass wir den Patienten mit seinen Rückenschmerzen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten wollen. Wir wissen, dass der Rückenschmerz durchaus eine multifaktorielle Genese hat, also viele Gründe dazu führen können. Und die multimodale Therapie heißt es ja also auch, die verschiedenen Fachgruppen, die diese verschiedenen Facetten beleuchten können, in der Klinik haben. Das heißt, der Schmerztherapeut, der Psychologe, der Orthopäde und die Physiotherapeuten sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Konzeptes. Auch der Radiologe kann uns dabei helfen, indem er noch die Diagnostik bezüglich eventueller Ursachen der Rückenschmerzen herausfindet. Aha, das heißt also, man guckt nicht nur durch die Brille einer Disziplin, also zum Beispiel des Orthopäden oder zum Beispiel des Psychologen auf diese Schmerzprobleme, sondern man guckt aus verschiedenen Richtungen. Aber wenn ich das richtig sehe, ja doch schon unter Federführung des Orthopäden, oder? Ja, ich denke auch, das ist das Besondere oder das Gute aus meiner Sicht in unserer Klinik, dass das multimodale Konzept orthopädisch geführt wird. Wir sind eine orthopädische Fachklinik in Birkenwerder und Patienten, die sonst vielleicht in der Wirbelsäule operiert werden, eben auch durch Orthopäden operiert werden und vielleicht die anderen Aspekte nicht entsprechend berücksichtigt worden sind. Dafür ist dieses Konzept in unserer Klinik etabliert. Wir machen das seit schon 10 Jahren bei uns in der Klinik, weil wir wissen, dass nicht alle Operationen an der Wirbelsäule zum Erfolg führen, dass Patienten trotzdem Beschwerden haben. Und in diesem Sinne haben wir dieses Konzept aufgebaut, um natürlich erfolgreich zu sein. Wir wollen natürlich auch durch unsere operativen Eingriffe den Patienten helfen, wollen den Patienten einen zufriedenen Patienten haben, der nicht immer wieder zu uns kommt. Und um diese Patienten herauszufinden, die wirklich durch eine Operation profitieren, haben wir dieses multimodale Konzept aufgebaut, haben die verschiedenen Fachgruppen mit ins Boot genommen, um eben diese verschiedenen Blickwinkel zu haben aus den verschiedenen Richtungen. Und wenn eben die andere Fachrichtung sagt, da ist noch was anderes dahinter, da müssen wir über andere Dinge reden, dann machen wir das eben auch und operieren eben nicht. Ja, heißt es dann, dass der Orthopäde einmal so guckt, wie er als Orthopäde guckt, aber schon auch einmal schmerztherapeutisch drauf schaut, also ohne gleich darüber nachzudenken, ob es ein Wirbel ist, ob es ein Bandscheibenvorfall ist oder ein Unfall? Ja, der Orthopäde ist ja in seiner Ausbildung auch mit konservativen Therapiekonzepten ausgebildet. Also das ist ja nicht nur Chirurgie, da sind auch konservative Anteile. Und natürlich hilft es aber, wenn eben noch der Psychologe zur Seite steht oder eben der Schmerztherapeut oder auch die Physiotherapeuten einem ein Feedback geben aus der täglichen Behandlung des Patienten und die dann sagen, der Patient ist eigentlich ganz gut unterwegs. Ja, das Problem, was ich als Orthopäde im Röntgen oder MRT sehe, wo ich vielleicht meine, das wären die Ursachen seiner Beschwerden, müssen aber gar nicht unbedingt durch eine Operation verbessert werden, sondern können eben durch andere Konzepte, durch ein aktives Bewegungsprogramm, durch Kräftigung der Muskulatur, durch Verhaltenstherapien, durch Erkennen der anderen Faktoren, die dazu führen, auch beseitigt werden. Das ist das Konzept. Insofern sehe ich als Orthopäde das schon auch ein bisschen ganzheitlicher, als das vielleicht im Allgemeinen so wahrgenommen wird. Ja, ja, genau. Das ist nämlich der Unterschied. Was für eine Art Rückenschmerz, über welchen Art Rückenschmerz reden wir? Also angenommen, ich hätte jetzt einen Unfall gehabt und ich hätte einen Wirbelbruch. Das ist, glaube ich, aber gar nicht das, was Sie letztendlich sich angucken wollen, oder? Als Orthopädie behandeln wir jegliche Form von Rückenschmerz. Ja? Also auch der Unfall, auch der Bandscheibenvorfall, die sogenannten spezifischen Rückenschmerzen, die sich ganz konkret auf eine Veränderung zurückführen lassen, die natürlich in der Bildgebung dann entsprechend erkannt oder ausgeschlossen werden muss, die behandeln wir auch. Aber das sind nicht die Patienten, die klassisch in dieses multimodale Behandlungskonzept passen, da haben Sie recht. Das ist eigentlich eher der unspezifische Kreuzschmerz, der nicht so ganz klar zuzuordnen ist, der kein Trauma, kein Unfall in dem Sinne hatte. Und da liegt es dann quasi auch in meinen Händen herauszufinden, gibt es Ursachen, ganz spezifische oder eben nicht. Im Prinzip ist es der Patient, der länger als 4, 5 oder 6 Wochen Schmerzen hat,
am Rücken, am Kreuz, in der Lendenwirbelsäule, so dieses allgemeine Rückenschmerz. Von mir ist auch mit Ausstrahlung in die Beine, das liegt dann dicht beisammen. Also es ist nicht nur der Rücken, es ist auch ein Beinschmerz oftmals, der eine Rolle spielt. Ja. Ja. Und diese Patienten, das ist quasi das multimodale Patient, das heißt, es geht darum, eine Chronifizierung des Schmerzes zu vermeiden. Also den Patienten nicht erst nach einem Jahr Rückenschmerz multimodal zu behandeln, sondern eigentlich schon frühzeitig, eben etwa nach 6, spätestens 12 Wochen anhaltendem Rückenschmerz, sollte der Patient sich einer multimodalen Therapie unterziehen, beziehungsweise von seinem behandelnden Hausarzt oder Orthopäden einer solchen Therapie zugeführt werden. Ah, okay, dann nehmen wir mal an, ich wäre so ein Patient und ich käme jetzt zu Ihnen. Worauf muss ich mich einstellen? Also erstmal, wie lange bleibe ich bei Ihnen? Ja, da gibt es unterschiedliche Konzepte. In unserer Klinik haben wir die Behandlungsdauer auf 9 Tage erstmal strukturiert festgelegt. Das heißt aber nicht, dass ein Patient auch 10, 11 oder 12 Tage bei uns bleiben kann, wenn der therapeutische Bedarf aus irgendeiner Richtung das ergibt. Ja, wenn die Psychologin sagt, ich brauche noch ein paar Tage länger, um mit ihm zu arbeiten, oder der Schmerztherapeut sagt, ich brauche noch mal 2 Tage, um die Schmerzmedikation anzupassen, dann ist das kein Thema. Von der Struktur her haben wir das so, dass die Patienten an einem Dienstag in der Woche aufgenommen werden und an einem Donnerstag danach in der Woche in der Regel entlassen werden. Dann haben wir 9 Tage Zeit, den Patienten aus den verschiedenen Richtungen zu betrachten, Diagnostik zu machen, Therapien zu machen und dem Patienten am Ende auch ein Feedback zu geben, beziehungsweise eine Empfehlung, wie wir uns in dem Team, welches sich einmal die Woche trifft und die Patienten bespricht, also was wir in dem Team, in diesem multimodalen Team, den Patienten an Therapien vorschlagen. Und brauche ich eine Überweisung oder eine Einweisung, um zu Ihnen kommen zu können? Brauchen Sie nicht, also braucht der Patient nicht unbedingt. Wir haben eine Sprechstunde in dem MVZ unserer Klinik, das ist also bei uns in Birkenwerder direkt mit angegliedert, wo jeder Kassenpatient ohne Überweisung vorstellig werden kann. MVZ heißt Medizinisches Versorgungszentrum. Ah ja, okay. Das ist also quasi eine Sprechstunde einer, die auf Kassenzulassung an der Klinik arbeitet. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es für mich, wenn ich dann dort sitze und der Patient kommt zu mir, durchaus hilfreich, wenn der behandelnde Hausarzt oder auch Orthopäde dem Patienten eine Überweisung mitgibt, wo vielleicht schon eine Frage draufsteht, wo Diagnostik mit vermerkt ist. Die meisten Patienten haben ja schon eine gewisse Vorbehandlung. Es ist nicht zwingend, aber es kann von Vorteil sein für die weitere Behandlung. Und was machen Sie da in dieser Sprechstunde? In der Sprechstunde schaue ich mir die Patienten an. Die meisten haben ja doch auch eine längere Krankheitsgeschichte, bringen auch eine Menge Bilder mit. Ich mache mir ein Bild von dem Patienten, also von seinen Beschwerden. Oder genau. Sowas, Röntgenbilder, ja. MRT-Bilder, ja. Ja. Andere Diagnostik, andere Begleiterkrankungen, die möglicherweise eine Rolle spielen. Ich mache mir also ein erstes Bild, ist der Patient geeignet für dieses multimodale Programm. Und wie geht das dann weiter? Ja, und dann, wenn wir mit dem Patienten übereinkommen, diese Behandlung in dieser Art bei uns durchzuführen, kriegt er eine Krankenhauseinweisung, macht sich einen Termin bei uns. Das kann manchmal 2, 3 Wochen dauern, bis der Patient dann einen Termin bekommt für die stationäre Aufnahme. Dann hat, wenn der Patient zur Aufnahme kommt, quasi schon auch aus meiner Sprechstunde heraus hat er einen gewissen Status mitbekommen. Also ich habe dann schon mal aufgeschrieben, was die wesentlichen Punkte sind, welche therapeutischen Konzepte wir etwa einschlagen. Dann wird am Tag der Aufnahme der Patient auch noch von den anderen Fachrichtungen gesehen, also dem Schmerztherapeuten und der Psychologin, die auch noch mal von ihrer Seite den Patienten dann quasi einschätzen. Und wenn die am Dienstag kommen, treffen wir uns quasi am Donnerstag schon zum ersten Mal in dem Team, also Psychologe, Physiotherapeuten, Schmerztherapeut, Radiologe nicht, Orthopäde, um eben schon mal den ersten Eindruck, den wir von den Patienten in den ersten 2 Tagen haben, zu besprechen und das Konzept, den Weg festzulegen, was für Therapie ist jetzt angezeigt. Und dann sind ja aber immer noch, eine Woche ungefähr ist dann, glaube ich, ja immer noch übrig. Also wie sieht denn dann so ein Tagesablauf aus mit den verschiedenen Ärzten und was passiert dazwischen und überhaupt? Ja, also täglich ist eine orthopädische Visite. Also der Patient hat jeden Morgen zur üblichen Visitenzeit erstmal die Gelegenheit, sich zu äußern. Wie ist der Schmerz heute? Wo ist der Schmerz? Das wird dokumentiert und geht mit in die weitere Therapie ein. Mhm. Dann haben die Physiotherapeuten jeden Tag im Vormittagbereich Programm, wo es um aktive Therapien geht. Die schauen sich die Patienten auch an. Geht es erstmal darum, Verspannungen zu lösen. Dann können Stromanwendungen oder auch selten mal Massage oder zur Anwendung kommen. Im Wesentlichen geht es aber um das Aktivieren, um das aktive Programm, also Kräftigung der Muskulatur, Wahrnehmung des Körpers auch. Das findet in den Vormittagsstunden dann statt. Mhm. Da hat jeder Patient seinen Ablaufplan. Mhm.
Die Psychologin hat ihre Termine, sieht die Patienten dreimal in diesem Verlauf, wo sie Entspannungstherapien anbietet, wo die Patienten progressive Muskelrelaxation zum Beispiel auch, wo also die Patienten lernen auch von ihrem Stress, von dem Level, den sie oftmals mitbringen, herunterzukommen, in sich hineinzuhören, quasi sich zu entspannen. Also Entspannungstherapien sind ein ganz wichtiger Punkt. Neben der Gesprächstherapie, das hängt dann auch davon ab, was die Psychologin in ihrem Eingangsgespräch an Problemen feststellt. Ja. Viele Patienten bringen halt Ängste mit, depressive Aspekte können eine Rolle spielen. Ja. Also eine Punkte fließen dann so ein bisschen mehr ein. Ja, genau. Man unterschätzt das, wie sehr die Psyche beteiligt ist am Schmerzgefühl und den Schmerz auch zu behalten. Aber welche Rolle spielen Medikamente bei Ihnen? Ja, die Medikamente haben schon einen gewissen Stellenwert. Der Schmerztherapeut ist nicht nur für die Medikamente zuständig, der hat auch andere Therapieoptionen wie Wärmepflaster, die zum Beispiel, das Capsaicin ist da so ein Wirkstoff, der über Pflaster zum Beispiel oder auch Salbe, dieses Pfeffer. Wärmeerzeugende, genau. Das ist also auch ein Konzept. Trotzdem, die Schmerz. Schmerz, also Medikamente war ja die Frage, klar spielen eine Rolle. Da muss man schauen, entsprechend dem Schema, was hat der Patient schon mitgebracht? Viele bringen schon was mit. Macht es Sinn, zum Beispiel, viele Patienten nehmen ja auch schon Opiate, also diese morphinartigen Schmerzmittel. Kann man da was ändern, umstellen? Man muss immer schauen, hilft das den Patienten? Das ist so ein Punkt. Also ist das Ziel ja eigentlich, die abzubauen, die Medikamente, wenn es geht, vielleicht sogar ganz weglassen zu können? Zu überprüfen. Also, wenn Schmerzmittel nicht helfen, dann kann man sie auch wieder reduzieren oder weglassen. Das muss man einschätzen. Man muss es immer nur evaluieren. Man soll auch Schmerzmittel nicht länger als 6 Wochen nehmen, wenn sie nicht helfen. Da muss man halt gucken, ob man jetzt auf ein anderes Medikament umschwenkt, ob man das reduziert, ob man es ganz weglässt. Auch das ist in dieser Zeit ein Stückchen weit möglich umzustellen, muss aber sicherlich ambulant dann auch noch weiter nachbetreut werden. Man hört ja auch immer, dass dann über die Wurzelbehandlung des Nervens unter Umständen der ganze Schmerz aufhören könnte. Davon träumt man ja dann so. Was ist denn da dran? Ja, auch das bieten wir an. Das ist dann, wie gesagt, der Punkt, wo unser Radiologe auch mit ins Spiel kommt, weil diese gezielten Infiltrationen, die Nerveninfiltration oder auch PRT, also periradikuläre Therapie, ist eine Option, wenn wir in der Diagnostik und in der Art der Beschwerden des Patienten das Gefühl haben, dass da eine Nervenwurzel eingeengt ist. Das kann durchaus sein bei Bandscheibenvorfall oder bei der typischen Spinalkanalstenose, dass wir dann sagen, wir denken, das könnte so sein, wir geben unserem Radiologen den Auftrag, dort eben diese Nervenwurzelinfiltration zu machen. Und wenn der Patient davon profitiert nachhaltig, dann haben wir auch so den Aspekt, okay, also da ist das Problem. Anderer Aspekt ist die Facetteninfiltration. Facetten sind die kleinen Wirbelgelenke am Rücken, die in jeder Etage der Wirbelsäule sich befinden. Auch die machen im Laufe des Lebens durch Verschleiß, durch Arthrose Beschwerden. Auch da kann man gezielt eine Facetteninfiltration machen. Auch das machen wir denn, um uns quasi auf die Art und Weise auch an den Art des Schmerzes heranzuarbeiten. Weil sich möglicherweise auch therapeutische Konsequenzen ergeben. Das war ja der Punkt, empfehlen wir in Operationen ja oder nein? Und das spielt dann alles mit rein. Genau, das ist ja überhaupt die Frage. Also wenn nämlich dann diese 9 Tage um sind, wie oft passiert es denn, dass Sie sagen, OP ist völlig unnötig, das lösen wir anders? Also wir haben das 2014 mal den Patienten untersucht. Wir haben im Jahr etwa 150 multimodale Patienten, die wir im Jahresverlauf behandeln. Wir haben das 2014 uns mal angeschaut. Wie waren unsere Empfehlungen bei diesen 150 Patienten? Und wir hatten bei 35% der Patienten eine eher psychosomatisch orientierte Weiterbehandlung. Also wir hatten Auffälligkeit, Depression, Angst oder Stress. Und dass wir gesagt haben, da muss erstmal angesetzt werden, das ist die nächste Therapie. Und wir hatten 9% etwa der Patienten, wo wir dann gesagt haben, hier ist eine operative Therapie, in welcher Form auch immer, aber eine sinnvolle Option haben sie einer solchen zugeführt. Und natürlich ein großer Bereich geht auch in die aktive krankengymnastische oder Reha-Sport-Therapie ambulant, das ist natürlich auch ein großer Teil. Also so etwa verteilt sich das und das hat sich auch nicht geändert in den letzten Jahren. Also es war ja 2014, ist ja noch ganz aktuell. Ja, auf jeden Fall. Das heißt also, wenn dann die 9 Tage bei Ihnen um sind, Sie sagen ja schon, dann gibt es diese Teamkonferenz, in der dann noch einmal besprochen wird, was man erreicht hat. Aber da kommt ja dann auch noch mal ein Konzept heraus, mit dem der Patient dann sich woanders weiter behandeln lassen kann, oder? Richtig, das können wir anbieten. Also wie gesagt, bevor der Patient geht, auch in den täglichen Visiten haben wir ja schon eine Idee, im letzten Gespräch wird das nochmal festgemacht, auch in dem Entlassungsbrief steht es dann so mit drin. Und wir bahnen dann den Patienten
in benachbarte Einrichtungen. Also wenn es jetzt um psychosomatische Therapie geht, hat man halt eine Klinik in der Nähe, mit der man zusammenarbeitet, wo man sagt, wir machen Ihnen einen Termin, Sie stellen sich dort vor. Wenn es Richtung Reha-Sport geht, gibt man es dem weiterbehandelnden Arzt mit auf den Weg. Oder die Patienten haben ja die Möglichkeit, auch bei uns in diesem schon erwähnten MVZ oder medizinischen Versorgungszentrum über die Sprechstunden, die sowohl von meiner Seite dort in 2 Tagen der Woche angeboten wird, wie auch von unserem Schmerztherapeuten, auch der hat eine Sprechstunde, dass man sich also dort weiter ambulant um die Patienten kümmert, diese aktivierenden Maßnahmen in die Wege leitet. Oder eben, klar, wir sprachen ja davon, OP, dann kann man natürlich dann auch sagen, schauen Sie noch mal, entscheiden Sie sich, wenn Sie denken, eine Operation ist dann, so wie wir uns empfohlen, für Sie der Weg, dann kommen Sie nochmal in die Sprechstunde und wir können das planen. Vielen Dank für diese interessanten Informationen. Ja, bitteschön, gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund.